Dalil, șamponul preferat al copilului. Vor langer Zeit, während der Herrschaft von König Richard, kannte jedermann die Geschichte eines Mannes, der die Reichen bestahl, um den Armen zu helfen. Im ganzen Königreich kannte man seinen Namen, Robin Hood. Man weiß auch, dass er und die Geächteten dem bösen Sheriff von Nottingham sehr zusetzten und dass ihn mit Maid Marian, deren Herz er gewonnen hatte, eine Liebesgeschichte verband. Eine Geschichte, die geheim gehalten wurde und im Irrgarten der Zeit und mit verblassender Erinnerung in Vergessenheit geriet. Denn Robin und Marian hatten ein Kind. Was ist? Ihr gabt Befehl, euch zu informieren, sobald das Kind geboren ist, mein Lord. Soll ein Preis auf den Kopf des Kindes ausgesetzt werden, mein Lord? Derselbe, der auf den seines Vaters ausgesetzt wurde. Robin Hood darf keinen Sohn haben, damit dieser nicht auch Nottingham als Erbe zusetzen könnte. Oh, das Kind ist weiblich. Ein Sohn? Eine Tochter? Ist das ganz sicher? Eine Tochter? Möchtet ihr immer noch einen Preis auf den Kopf des Kindes aussetzen, mein Lord? Ein Mädchen! Gib ihr den Namen Gwyn. Sorg dafür, dass ihr kein Leid widerfährt. Sie wird hier in Sicherheit sein. Das verspreche ich. Vocatis vocat. Wie soll ich dich unterrichten, wenn du nicht lernst? Du bist der zukünftige Kirchenmann, Frederick. Latein nützt dir, nicht mir. Ich bin hier nur im Stalldienst und bei jedem seiner Kreuzzüge wird gesagt, es sei sein letzter. Willst du, dass sich dein Vater seinem König verweigert? Ja. König Richard müsste hier sein und sich um sein Volk kümmern. Stattdessen überlässt er uns seinem Bruder Prinz John. Die Ungerechtigkeit herrscht hier, nicht in Jerusalem. Zum Latein zurück, bevor du die Milch sauer werden lässt. Oh. Süß genug, Bruder Frederick. Nein, 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 nicht! Oh, nicht! Habe ich dir wehgetan? Wir sind keine Kinder mehr. Gleich da, Robin. Ja. Komm schon, komm schon. Na komm. Erzählt ihnen, dass wir bald zu Hause sind. Was bedrückt dich, Kleines? Nichts, Onkel. Frederick benimmt sich wie ein Bulle, dem die Eingeweide schmerzen. Hegst du denn gar keine Gefühle für den Jungen? Ich hab ihn lieb. Es ist, als wäre er mein Bruder. Aber, Onkel, ich lasse ihn beim Bogenschießen gewinnen, um ihn zu schonen. Wie kann ich ihn mir da als Ehemann vorstellen? Deinem Vater würdest du eine Freude bereiten. Ich kann ihm weder eine Freude bereiten, noch das Gegenteil. Regen in England schafft keinen Regenbogen in Jerusalem. Liebe hat nichts mit Wetter zu tun und kennt auch keine Entfernung.
Und woran misst man sie dann? An gemeinsamen Stunden? Ich kann seine Besucher an einer Hand abzählen. Tag, weiße Tauben, Robin kommt. Jetzt wirst du zwei brauchen. Die weißen Tauben bedeuten lediglich, dass er auf dem Weg ist. Es kann auch ein paar Tage dauern. Sorge dich nicht, es wird ihm gut gehen. Ach, Frederick, geh ruhig zu Bett. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Du bist ein Waisenkind. Du hast nie Eltern gehabt. Ob du traurig oder wütend bist, das ist egal. Sie kommen sowieso nicht wieder zurück. Aber er kommt wieder zurück. Und er geht wieder und er sagt, er kommt zurück, aber nicht wann. Er ist mein Vater und ich habe ihn seit 5 Jahren nicht gesehen. Dann siehst du ihn jetzt. Großer Gott, Gwyn, bist du's? Bist du es wirklich? Sieh sie dir an, Will. Und das ist Frederick, nicht wahr? Du bist groß geworden, mein Junge. Sieh einer an, wie groß er ist. Ich kann nicht fassen, wie schnell du zu einer Frau herangewachsen bist. Und noch dazu zu einer so schön, nicht wahr, Will? Ja, in der Tat. Immer ähnlicher siehst du deine Mutter, Gott hab sie selig. Willkommen daheim, Vater. Das ist doch niemals der junge Andrew. Robin. Wie geht's dir? Robin, du siehst gut aus. Ach, es ist schön. Tag, wo steckst du? Hey! Weiter! Aufmachen, im Namen des Königs! Mach schon, du Dummkopf, öffne das Tor! Öffne das Tor! Öffne es! König Löwenherz liegt im Sterben. Ein Schuss mit der Armbrust in den Hals. Er wird die Heimreise wohl nicht überleben. Es besteht die Möglichkeit, dass er jetzt schon von uns gegangen ist. Also, trinken wir auf König John. Möge er den Thron besteigen, uns allen zuliebe. Was ist mit Philipp? Es wird Richards Wille sein, dass sein Sohn den Thron übernimmt. Ein unehelicher Bastard, den niemand je gesehen hat. Philipp verweilt in Frankreich. Es sei denn, er wünscht sich den Tod. Gut gesagt. Prinz John, my lord. Ich entbiete euch meinen Gruß, euer Gnaden. Eine kleine Prüfung eurer Loyalität, mein Lord Sheriff. Ich bin beeindruckt. Wer ist er? Cadogan, euer Gnaden. Ich bin euer Förster. Wir sind uns bereits begegnet. Ich erinnere mich nicht. Oh, mein ganzer Körper schmerzt von dem Ritt. Ich habe Hunger. Hol etwas. Sofort! Philipp ist auf dem Weg, wisst ihr? Mein Bruder Richard hat Vorkehrungen getroffen, dass er unter der Obhut von Comtesse Tourtelot reist. Sie legen noch diese Woche in Harwich an. Findet ihn und bringt ihn um. Ja, euer Gnaden. Er trägt den königlichen Siegelring. Ihr erkennt ihn an diesem Ring. Natürlich habe ich nichts damit zu tun. Wir sagen, er sei von Räubern ermordet worden. In den Wäldern von Nottingham gibt es reichlich Diebe und Abtrünnige Geächtete. Betrachtet es als erledigt. Das dauert lange mit dem Essen. Ist er losgezogen, um noch etwas Frisches zu erlegen? Zweifellos wird Richard Schritte unternehmen, um sein französisches Balg zu schützen. Zweifellos. Sicheres Geleit von Harwich nach Nottingham. Na, mal sehen, wem wird Richard eine solche Angelegenheit wohl anvertrauen können? Wen wird er schicken? Was glaubt ihr, um euch zu überlisten? Robin Hood ist in Jerusalem, euer Gnaden. Meine Späher haben ihn hier ausgemacht, in England. Macht euch keine Gedanken um Robin von Locksley. Ich werde mich um ihn kümmern. Ihr habt mein Wort. Gut. Wo ist mein Essen? Ich bin Prinz John, wollt ihr mich verhungern lassen? Ich dachte, du reitest mit Gwyn zusammen. Tag sagt, ihr gelingt jeder Sprung genauso wie dir oder mir. Keine Zeit, Will. Gwyn ist kein Kind mehr, Robin. Das sehe ich, Will. Rede mit ihr. Wir werden morgen abreisen. Was soll ich machen? Hier bleiben und deinem Mädchen beim Springreiten zuschauen und König Richards Reich in Johns Hände fallen lassen? Töte 2 Vögel mit einem Stein. Lass mich mit dir reiten, um Philipp kennenzulernen. Unterwegs kann mein Pferd über Hecken springen und England ist gerettet. Ein Stein. Sehr raffiniert. Sie denkt äußerst praktisch, Robin, genau wie ihr Vater.
Allerdings. Aber in allem anderen ist sie wie ihre Mutter. Im Aussehen und im Charakter. Danke, Will. Wenn ich zurückkomme, haben wir mehr Zeit. Dann unterhalten wir uns und holen alles nach. Das hast du schon so oft gesagt. Ich kann es nicht mehr zählen. Das tut mir wirklich leid. Leid zu tun braucht es dir nicht. Lass mich nur mit dir gehen. Es geht hier nicht um irgendeinen Botengang. Bitte! John hat seine Späher überall. Die werden die Häfen beobachten. Und ich habe genügend andere Dinge im Kopf, auch ohne dich. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich könnte dir helfen. Ich kann einen Weidenast auf 50 Schritt Entfernung spalten. Nein, du kannst Philipp ein anderes Mal treffen. Ich verspreche es. Glaubst du das wirklich? Dass ich darum bettle, den abwesenden Sohn eines abwesenden Königs zu treffen? Jetzt reicht es. Hüte deine Zunge. Welches Recht hast du, mich zurechtzuweisen? Wo warst du, als ich gelernt habe zu sprechen? Ich spreche so, wie es mir passt. Solange ich dein Vater bin, machst du das nicht. Wie oft habe ich dich angefleht, mit dir gehen zu dürfen? Wie oft hast du mir gesagt, die Straße sei kein Platz für ein Kind? Sieh mich an! Siehst du hier ein Kind? Jedenfalls benimmst du dich wie eins. Eine erwachsene Frau wäre nicht so töricht, so zu streiten. Wenn ich ein Sohn wäre, dürfte ich mitgehen. Ich sag dir, ich bin ebenso gut wie ein Sohn. Ich habe deiner Mutter mein Wort gegeben, dass dir durch mein Verschulden nichts zustößt. Ist das deine Rechtfertigung? Weißt du denn überhaupt, was passiert, wenn du gefangen genommen wirst? Weißt du, was Prince John mit seinen Gefangenen macht? Du hättest Glück, nur den Kopf zu verlieren. Und ich hätte Glück, im Kampf für eine Sache zu sterben. Meinen Kopf kann er haben, wenn es dazu kommt. Hier gehörst du hin. Und hier bleibst du. Hier bleiben soll ich? Dann rupfe ich Hühner und stopfe Socken als Leibeigene. Nein. Du bist meine Tochter. Ihr kennt mich nicht, Sir. Wir treffen Philipp am hinteren Tor von Harwich. Unser alter Freund, Bruder Benedikt, hat alles in die Wege geleitet. Was ist? Naja, ich denke, du hast alles gut geregelt. Hier geht's nicht um irgendein Turnier bei einem Volksfest, Will. Philipp auf den Thron zu bringen, wird gefährlich sein. Für ein Mädchen ist das kein Ort. Conrad! Ja, euer Hoheit? Halt die Kutsche an! Halt die Kutsche an. Ist etwas passiert, euer Hoheit? Sagt nicht ständig euer Hoheit zu mir. Oh, Comtesse de Los Parfum lässt mich ersticken. Ich ertrage das keinen Augenblick länger. Wir sollten weiterfahren, euer Hoheit. Philipp, Sire. Ich fahre nur mit, wenn du dich reinsetzt und mit mir in den Dunst Karten spielst. Das ist kein Scherz. Vielleicht einen Moment. Ihr haltet es aus, ganz sicher. Ich gestehe es. Ich habe kein Verlangen, die Krone zu tragen. Das öffentliche Leben hat keinerlei Reiz. Nur weil ihr es noch nicht ausprobiert habt, Sire. Da hat man ein Schloss und viele Dienste. Gutes Essen, schöne Frauen. Du vergisst die Aufstände, Hungersnot, Krieg, Steuern, Seuchen. Darunter leiden wir alle, Sire. Ja, aber vom König wird erwartet, dass er etwas dagegen unternimmt. Allein das Nachdenken über die Liste königlicher Pflichten bereitet mir Kopfschmerzen. Oh, wir haben Philipp verloren. Nein, nein, Madame. Er ist hier bei uns. Kommt sofort wieder zurück in die Kutsche. Ihr seid dort nicht sicher. Wir sind noch in Frankreich, Comtesse. Prinz John hat seine Späher überall. Bitte, kommt wieder zurück in die Kutsche. Unverzüglich. Vorwärts! Ja. Danke. Wofür? Dafür, dass du nichts Dummes sagst, um mich aufzumuntern. Du kennst mich gut. Das hoffe ich doch. Nach 8 Jahren am selben Tisch. Du bist ein guter Freund. Wenn ich manchmal undankbar zu sein scheine, verzeih mir. Ich fühle mich uneins mit der ganzen Welt. Tuck sagt, ich solle meinen Vater um Verzeihung bitten, weil ich so mit ihm gesprochen habe. Wir sollten nicht gegeneinander, sondern miteinander kämpfen. Seite an Seite gegen Prinz John. Wieso sieht er das nicht ein? Ich muss etwas unternehmen oder ich sterbe, bevor ich gelebt habe. Kennst du das Gefühl? Ja. Was hält dich zurück? Ich bin ein Feigling. Bruder Markus sagt, das Leben sei wie ein wildes Pferd. Du reitest es oder es reitet dich. Und wenn das wilde Pferd nicht geritten werden will? Bist du Herr über dein Schicksal oder Sklave deiner Angst? Der Mensch, der keine Angst vor einer wilden Kreatur hat, ist wahrscheinlich ein Narr. Ich möchte vor gar nichts Angst haben. Thank you.
Es ist alles arrangiert, Madame. Prinz Johns Armee wartet in Harwich. Philipp wird ermordet, sobald er an Land geht. Prinz John hat versprochen, meine Reisekosten zu bezahlen. Würdest du mir ein wenig Wein eingießen? Geh. Schnell, Sire. Zieht eure Stiefel an, macht keinen Lärm. Wie spät ist es? Segeln wir vor Tagesanbruch? Wo ist euer Gehrock? Hier. Conrad, bist du verrückt? Leise, Sire. Hört mir zu. Wir befinden uns hier nicht unter Fragen. Tag. Will. Vielen Dank. Kein Lebewohl für Ihren Vater. Geh zu ihr, Robin. Es ist nicht weise, ein ungeflicktes Loch zu hinterlassen. Das wird größer. Ach, bis ich wieder da bin, ist das vergessen. Ihre Mutter, Gott hab sie selig, hatte auch solche Launen. Viel Glück. Gott sei Dank. Die Sachen, um als Junge durchzugehen. Versuch nicht, mich aufzuhalten, oder ich schlag dich nieder. Du weißt, ich kann das. Das ist Blödsinn. Es ist Blödsinn, gegen Prinz John mitzukämpfen? Gegen Prinz John oder deinen Vater? Gegen wen kämpfst du? Gegen dich, wie es mir scheint. Ich kann nicht nur so da sitzen. Philipp ist die einzige Chance für Frieden in England. Dann komme ich mit dir. Du bist ein Schüler, kein Krieger. Im Bogenschießen schlage ich dich. Nur, wenn ich es zulasse. Wünsch mir Gottes Beistand. Sag Tag, er soll unbesorgt sein. Aber du, wenn ich... was? Warte! Die Überfahrt nach England wird schwierig und kalt. Hier, zieh dir das an. Behaltet ihr's. Du hast mir das Leben gerettet, da kann ich dich doch wenigstens vor einer Erkältung schützen. Nein. Als zukünftiger König befehle ich es dir. Trag ihn mir zuliebe. Na schön. Wenn du krank wirst, wer kümmert sich dann um mich? Ich spüre die Kälte nicht. Ich spüre im Augenblick eigentlich gar nichts. Weder Kälte... doch Hunger. Nicht mal Angst. So als würde ich träumen. Oder wäre im Grab. Ich wünschte, ich könnte meinen Vater sehen, bevor er stirbt. Was könnte er mir sagen? Sieh dich nur an, Conrad. Würdig, um zu regieren. Greift die umliegenden Felder und Wälder. So viel wir wissen, ist es möglich, dass Philipp bereits hier ist und sich versteckt hält. Wenn das so ist, werden wir ihn finden. Irgendein Zeichen von Locksley? Alle Hauptstraßen werden bewacht. Na, er reist nicht auf einer Hauptstraße, Captain! Er fliegt! Wie einer seiner Pfeile. Und diese Kohlköpfe. Das Elend nicht. Was war sauer das letzte Mal? Was denn? Lass los zu dir! Ich bringe dich ins Gefängnis! Wie
kannst du es wagen? Ich bin es leid, dass du dich ständig auf dem Markt herumtreibst. Was denkst du dir dabei? Ich hoffe, dass eure Frau unfruchtbar ist. Ein Mann, der ein hungriges Kind bestraft, sollte keine eigenen haben. Was kümmert dich das? Hol die Wachposten. Dieser Bursche ist ein Dieb. Lass ihn in Frieden. Er hat gar nichts genommen. Kannst du es wagen? Ihr wollt einen Dieb? Hier habt ihr einen. Sie hat meine Weltpatrizen gestohlen. Doch erwartet sie das? Los! Holt sie! Gwen! Ich kann nicht anhalten! Tut mir leid, mein Pferd steht am anderen Ende des Marktes. Hol es dir, aber wir treffen uns doch! Gut, aber wo? Unter der Festungsmauer! Warum? Komm schon! Gwen, warte! Robin Hood! Was geht da vor? Ein Glücksfall, genau das ist es. Ein Dieb. Er hat die Wachposten dazu gebracht, im Kreis rumzulaufen, weil Gott ihn schützt. Gut, lass uns gehen. Bruder Benedikt hat ein Treffen am hinteren Tor von Harwich arrangiert. Aber Sire, woran erkennen wir Robin Hood? Die menschliche Liebe ist, als würde man Honig von Dornen lecken. Und dann muss er erwidern, es ist die Einsamkeit, es wert ist, gepflegt zu werden. Ein hübscher Gedanke, aber dem kann ich nicht zustimmen. Den Honig der Liebe zu lecken, unter welchen Gefahren auch immer, ist mehr wert als ein leeres Bett in einer kalten Nacht. Du bist ein Philosoph, Conrad. Nein, Sir, ich bin ein Liebender. Ich würde Nahrung für die Liebe eintauschen, selbst wenn ich verhungern würde. Ich bin vielen Frauen begegnet. Doch in der jetzigen Situation würde ich jede eintauschen, denke ich. Für etwas Fleisch, etwas Brot und ein anständiges Ale. Gib's zu, du bist froh, dass ich gekommen bin. Ja, ich bin froh, dass du gekommen bist. Wirklich? Wirklich. Du musst nicht lügen, wenn du dich nicht freust. Sag es. Ich hab gesagt, ich bin froh. Aber es wäre dir lieber, ich wäre dort geblieben. Ist nicht wahr. Wirklich nicht? Frederick, hör auf damit. Entschuldige. Die waren gut. Aber du solltest nicht stehlen. Oh, ich verstehe. Deine Moral meldet sich, sobald der Magen gefüllt ist. Hätte doch keinen Sinn, es den Vögeln zu überlassen. Prinz John verlangt Steuern von den Armen, bis sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können, und die lässt er als Diebe verhaften. John ist der Dieb, nicht sie. Ich auch nicht. Dann hättest du ins Gefängnis kommen können. Mein Vater nahm es von den Reichen und gab es den Armen, und kein Gefängnis hielt ihn ab. Ich werde nie so sein wie dein Vater. Das erwarte ich auch nicht. Wenn ich so wäre, würdest du mich dann lieber mögen? Das sind Johns Männer. Die suchen nach Philipp. Ich hätte die Pastete nicht stehen sollen. Wenn sie mich sehen, verraten sie mich. Geh, wir trennen uns. Ich will sie zurück in die Stadt. Wir treffen uns, wenn es dunkel ist. Versprochen. Wo? In der Kapelle. Lass dich nicht schnappen. Der französische Bursche hält sich hier möglicherweise versteckt. Sorgt dafür, dass jeder Quadrat mit in den Arm genommen wird. Auf den Weg! Auf den Weg! Schnell, ich hab ihn dumm gefunden! Wer ist es? Das ist Philipp! Lass den Bogen sinken! Wir sind in der Überzahl! Und, was hast du zu sagen? Wärst du nicht gekommen, wäre ich tot oder noch schlimmer. Willst du das hören? Ja, ich gebe es zu, ganz offen. Nur bitte schick mich nicht heim. Weißt du Taktbescheid? Ich dachte, Frederick würde es ihm sagen, aber er ist mir hierher gefolgt. Frederick auch. Hast du gehört, Will? Wo steckt er jetzt? Ich sollte ihn in der Kapelle treffen, wenn es dunkel ist. Wir haben uns getrennt, damit ich fliehen konnte. Verstehe ich nicht. Warum bist du vor diesen Männern davongelaufen? Ich nehme an, ich sollte festgenommen werden. Was solltest du? Naja, ich habe einem Baron ein paar Wildpasteten gestohlen. Er war sowieso zu fett und die Kinder hatten großen Hunger. Unsere Diebin. Vielen Dank, Kleine. Du hast die Wachen von ihren Posten gelockt. Das gab uns... Naja.
Jetzt lässt sich sowieso nichts ändern. Du bleibst hier, bis dich einer von uns zurückbringt. Aber das kann ich nicht. Frederick wird sich Sorgen machen, wenn ich nicht komme. Ich kann Philipps Leben nicht aufs Spiel setzen, nur um deinem Freund die Sorge zu ersparen. Damit muss er fertig werden. Ich werde es schon allein schaffen. Dass du festgenommen wirst? Nein, du bleibst da sitzen, wo du jetzt bist und wirst nicht noch einmal ungehorsam sein. Also setz dich. Er ist ihr treuster Freund, Robin. Mich würdest du auch nie im Stich lassen. Habt ihr gehört, was heute in Harwich geschehen ist? Ein Mann hat Brot gestohlen und es einer Gruppe von Bettlern gegeben. Der Bursche da draußen, was sagt er? Er will mit einem Freund nach Nottingham zum Wettbewerb um Bogenschießen und er hat keine Ahnung von Robin Hood oder Prinz Philip. Er ist vielleicht auf der Folterbank gesprächiger, mein Lord. Nein. Lass ihn frei. Und dann lass ihn verfolgen. Lass dich ja nicht sehen. Beobachte die Straße. Well, du behältst die Tür im Auge. Robin, Sir, ist Green bei euch? Psst, sie ist draußen. Bleib hier und warte auf mein Zeichen, dann verschwindest du durch die Hintertür, verstanden? Ja. Ich wollte sie daran hindern zu kommen, Sir. Sicher, du bist ein guter Junge. Jetzt pass auf und warte auf mein Zeichen. Robin von Locksley. Nein, das ist er nicht. Robin ist ein viel hässlicherer Mann. Ich will sie leben! Lanzenträger hierher! Kann er? Die menschliche Liebe ist, als würde man Honig von Dornen lecken. Der alte Bruder Benedikt hat wie eine Nachtigall gesungen, als er glaubte, ich sei einer von euren Männern. Es war, bevor ich ihn durchbohrt habe. Schafft sie weg. Wir müssen etwas unternehmen. Wenn mein Vater im Gefängnis ist, dann wird man Philip töten. Hör auf mich. Es sind zu viele Wachen hier. Nein, wir müssen Hilfe holen. Schnell! Ich wurde hergeschickt, um den Sohn eines Freundes zu treffen. Die menschliche Liebe ist, als würde man Honig von Dornen lecken. Es ist die Einsamkeit, die es wert ist, gepflegt zu werden, mein Prinz. Hier entlang, Euer Hoheit. Robin von Locksley. Ihr seid allein. Wo sind eure Männer? Sie sind im Wald, nicht weit entfernt. Einen Moment, Euer Hoheit. Ich bin gleich zurück. Ihr solltet ihm sagen, wer ist, Sire, bevor ich versucht bin, den Thron zu besteigen. Haltet ihn auf! Lasst ihn. Wir haben unseren Preis. Du reitest wieder zurück und sagst den anderen, dass mein Vater und Will Scarlet im Schloss von Nottingham sind. Doch mein Vater ist durch meine Schuld ein Gefangener. Der Preis für meinen dummen, dummen Stolz. Ich bete, dass Philip nicht gefangen wurde oder tot ist. Mach schnell! Bring so viele Männer, wie du kannst. Wir sehen uns in Nottingham. Gott sei mein Zeuge, ich lasse nicht zu, dass mein Vater im Gefängnis stirbt.
Verzeihung, ihr seid gekleidet wie ein Mann. Wie sonst sollte sich ein Mann kleiden? Ihr täuscht das Auge ein wenig, aber es gibt noch vier andere Sinne. Sollte ich euch verletzt haben, verzeiht. Lasst ihr zu, dass ich euer Pferd stehle? Ich gebe es euch freiwillig, Madame. Eine Frau sollte nicht zu Fuß gehen. Hat eine Frau keine Beine? Gehen und laufen wir nicht genau wie ihr? Es ist sehr gefährlich im Wald für eine Frau. Ach, und nicht gefährlich für euch? Ich bin viel größer und stärker. Aber nicht schneller und gewitzter. Auf jeden Fall schneller. Ach, bei gewitzter stimmt ihr zu. Nehmt doch einfach das Pferd und verschwindet. Ich werde es ordentlich stehlen, aber nicht aufgrund meines Geschlechtes. Wartet! Wir können doch zusammenreiten. Ich bin fremd hier. Und ich wäre dankbar für einen Führer. Ich muss sicher nach Frankreich zurückkommen. Ich muss nach Nottingham. Dort sind Menschen, die euch helfen könnten, nach Frankreich zu kommen. Ihr werdet nicht sicher in meiner Gesellschaft. In meiner auch nicht. Ich werde in 5 Grafschaften gesucht. Ich werde in ganz England gesucht. Es ist mir egal, ob ihr ein Dieb oder Mörder seid, aber seid ihr König Richard teuer geben? Seid versichert, ich bin ihm ergeben. Dann können wir zusammenreiten. Auf dem Markt. Willkommen zurück in Nottingham, my Lord. Es ist Erntedankfest. Ihr sollt bei dem Turnier der Schiedsrichter sein. Ach ja, das hatte ich ganz vergessen. Hör auf mit der Fummelei. Sonst irgendwelche Neuigkeiten? Es gibt Gerüchte, dass Philipp nach England kommt, my Lord. Unglücklicherweise hat er wohl das Klima nicht vertragen. Er ist tot. Lang lebe König John. Lang lebe König John. Das ist formidable, mon coeur. Ja, mir gefällt es. Das ist doch nicht zu grell, oder? Zu französisch. Sire. Es ist erledigt. Na schön, raus mit euch. Geht schon. Los, raus. Raus, schnell. Ihr auch. Schließ die Tür. Eindeutig das Aussehen von Richard um den Mund und das Kinn herum. Oh Gott, was ich gezwungen bin, alles zu tun. Ihr habt es verdient, König zu sein. Ich weiß. Ich bin ja so froh, dass wir erfolgreich waren. Ja, ja. Ich auch. Mon Dieu! Das ist nicht Philippe! Muss ich es dir buchstabieren, du Schwachsinniger? Muss ich es aufschreiben? Ich bin umgeben von Idioten. Ich habe einen einfachen Wunsch geäußert. Tötet einen Prinzen! Unmöglich! Muss ich alles selbst erledigen? Sogar nach Nottingham bin ich selbst gereist. Wo ist Philipp? Ob er den jungen Philipp, den Bäcker, meint, oder den alten Philipp, den Schweineherrn? Ich habe weder den einen noch den anderen gesehen seit letztem Winter. Ich werde euch hängen lassen! Möglicherweise meint er Philipp, den Kartenmacher. Philipp, den Kartenmacher? Nein, der ist tot. Das ist doch nicht der, den ihr meint, oder? Ich meine Philipp, den schwachsinnigen Sohn meines Bruders! Oh. Wie sieht er denn aus? Die Folterbank vorbereiten. Ja, Sire. Noch lebt er. Meine Reise endet in Nottingham. Es ist das Beste, wir trennen uns hier. Ich bin im Dienst seiner Majestät. Der König stellt euch ein, um Pferde zu stehlen. Er hat einen Mann eingestellt, um seinen Sohn Philipp zu schützen. Diesen Mann muss ich aus dem Gefängnis befreien. Wenn ihr von Robin von Locksley redet, soll er doch dort verrotten. Er betrog seinen König und plante Philipps Tod. Möge Gott euch dafür strafen, dass ihr eine solche Lüge wiederholt. Er hat den Prinz am heutigen Tage in eine Falle gelockt. Nicht Robin Hood, das dürft ihr mir glauben. Und meinen eigenen Augen. Und was ist mit meinen Augen? Ich habe gesehen, wie Robin Hood gefangen wurde. Wer seid ihr, dass ihr behauptet, Philipp zu kennen? Conrad, ich war des Prinzen Diener. War? Der Mann, mit dem ich herkam, ist tot. Nein.
Johns erste Handlung als König wird es sein, Robin Hood und Will Scarlet zu hängen, das weiß ich. Wir müssen sie aus dem Gefängnis holen, Cornwood. Sagt mir, dass sie mir helft, bitte. Eine Frau als Mann verkleidet und ich des Prinzendiener gegen Johns Armee? Ihr habt Angst. Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Dummkopf. Ihr versteht das nicht. Robin von Locksley ist mein Vater. Oh mein Gott. Sie töten uns nicht, bevor Sie Philipp gefunden haben. Sonst wird John die Krone tragen. Er wartet doch nur auf die Nachricht von König Richards Tod. Möge Richard noch einen Tag leben. Oh, was für ein Schlamassel. Es war nicht Gwyns Schuld, Robin. Wir sind da hineingeraten. Sie ist ein gutes Mädchen. Ich weiß. Ich hätte sie mitnehmen sollen. Ich hätte ja sagen sollen. Sie hatte recht, als sie um mehr bat. Das hätte ich ihr sagen sollen. Ich befahl Philipps Tod. Wurde Philipp getötet? Wurde er nicht. Ein ärgerlicher Fehler, mein Lord. Ein ärgerlicher Fehler? Ein ärgerlicher Fehler. Mein Leben ist in Gefahr und ihr redet von ärgerlichen Fehlern. Seid ihr verrückt oder wollt ihr euch nur dumm stellen? Was habe ich befohlen? Philipps Tod, Sire. Wen will ich tot sehen? Philipp, Sire. Der Name des Mannes, den ihr töten sollt? Philipp. Philipp! Gut. Reitet nach Nottingham. Teilt eurem Sheriff mit, wenn er mir nicht Philipps Tod meldet, werde ich ihn erledigen. Und euch auch. Und zwar bald. Hört ihr? Also gemahne ich euch zur Eile. Philipps Tod wird ein großer Schlag für das ganze Volk sein. Er war die einzige Chance für England. Die Menschen mögen John nicht. Er wird von Gier getrieben. Er behandelt seine Untertanen wie Schafe, die man zur Schlachtbank führt. Gewiss ist ein König so gut wie der nächste. Philipp hatte kein Interesse an Staatsangelegenheiten. Er dachte nur an Wein und Tanz. Glaubt mir, für England ist es besser so. Ihr wisst nichts vom Leben hier, sonst würdet ihr das nicht sagen. Ein Narr auf dem Thron wäre mir lieber als John. Versteht mich nicht falsch. Philipp war kein Narr, genau genommen war er sogar das Gegenteil. Ein kluger Geist, wie manche sagen. Er war beliebt bei Frauen, ein ausgezeichneter Fechter. Naja, mittelmäßig. Alles in allem kein schlechter Bursche. Aber kein Verlangen nach öffentlichem Leben. Ein Kind hat die Wahl. Ein Prinz hat die Pflicht, dem Volk zu dienen. Hier, Bogenschütze, wenn du dich nicht beeilst, schaffst du es nicht zum Turnier. Du musst zum Feld im Süden. Seht euch nur an. Eine Frau und ihr bevorzugt es, ein Mann zu sein. Wieso sollte nicht auch ein Prinz einen anderen Weg nehmen? Turnier der Bogenschützen. Der Gewinner nimmt am Bankett des Sheriffs im Schloss teil. Ich schieße ganz gut, Gwyn, aber ich kann nicht versprechen, dass ich gewinne. Wer verlangt das von euch? Tragt uns beide ein, wenn ihr mögt. Vielleicht braucht ihr Übung. Danke, Madame. Conrad von Lancaster. Und mein Bruder. Wilfred von Lancaster. Ihr tretet gegen ein paar gute Schützen an. Männer. Bringen wir es schnell hinter uns. Das ist der Sheriff von Nottingham. Der größte Feind meines Vaters und die rechte Hand von Prinz John. Hört mich an! Hört mich an! Mögen alle Anwesenden guter Dinge sein und Zeugen der besten Bogenschützen von ganz England! Wir beginnen mit 60 Schritten! Es treten an der Count von Durham, John von Leicester, William von Nottingham, Richard von Exeter. Tretet an die Markierung! Fertig! Und nun treten an Wilfred von Lancaster, Robert von Leicester, Godfrey von Kent, Philip von Winchester, Reginald von Huntingdon. Tretet an die Markierung! Fertig! Und los geht's, meine Herren! Robert von Lancaster, Wilfred von Canterbury und Big Godfrey von London. Tretet an die Markierung! Fertig! Runde 2, die Ziele auf 70 Schritte. Und nun haben wir Godfrey von Kent, Eckland von Nottingham, John von York, tretet an die Markierung! Runde 3! Runde 4!
kam auf. Da war kein Wind, ich habe schlecht geschossen. Die Zielscheibe auf 80 Schritte! Jetzt hängt es von euch ab, Conrad. Im Gedenken an euren Herrn. Und nun Conrad von Lancaster, McCamley von London, Richard von Exeter und Big Godfrey von London. Lesen an die Markierung. Fertig. Macht 100 Schritte daraus. 100 Schritte. Der Mann, der meinem Pfeil am nächsten kommt, erhält den Preis. Macht Platz für den Sheriff. Was soll das? Er will es schnell zu Ende bringen, er hat Besseres zu tun. Gefangene quälen, Steuern eintreiben. Er würde das nicht wagen, wenn mein Vater hier wäre. Ist er gut? Nein. Dann hat er offensichtlich viel Glück. Richard von Exeter, tretet vor. McCamley von London, tretet vor. Conrad von Lancaster. Wartet, lasst mich euer Stellvertreter sein. Ihr überbietet einen Inch. Na los, Jungs, nun macht schon. Versucht euer Bestes, keine Ausreden. Mein Bruder wird mein Stellvertreter sein. Das ist nicht erlaubt. Ist das erlaubt? Habt ihr etwa Angst, dass der Kleine hier besser ist als ihr, Sir? Seht ihr, er hat noch nicht mal Barthaar, nicht wahr, Junge? Nein, mein Lord, aber ich habe ein Auge und eine sichere Hand. Dann nur zu, junger Mann. Und wenn ich im Schloss zu Abend esse, bringe ich einen Toast aus auf dich und deinen Bruder. Tretet vor! Er stammt nicht aus dieser Gegend, nicht wahr? Wilfred von Lancaster, my lord. Technik mit dem Bogen. Erinnert ihr euch nicht an jemanden? Ja, Sir. An Robin Hood. Erinnert ihr euch an den Turm auf der Nordseite? Dort sind die Gefangenen untergebracht. Im Gewölbe treffen wir uns. Ihr braucht euch nicht zu beeilen. Ich habe seit über einem Tag nichts gegessen. An eurer Stelle würde ich mir erstmal den Magen... An meinen Magen denke ich jetzt überhaupt nicht. Denkt doch, ihr würdet gefangen und in eine Zelle geworfen. Ohne einen Brocken zu essen. Da ist er. Der Mann, der sagte, er sei Robin Hood. Er hat uns in eine Falle gelockt. Wir müssen sofort verschwinden. Was ist mit meinem Vater? Hört mir zu. Dieser Mann ist ein Mörder. Wenn er mich sieht, sind wir tot. Und wir würden eurem Vater nicht nützen, noch sonst. Kommt mit mir, Gwyn. Ich schwöre, bei meiner Ehre, ich werde euren Vater aus dem Gefängnis holen. Vertraut ihr mir? Ja. John will unbedingt, dass Philipp umgebracht wird. Oder er bringt uns um. Stellt 20 berittene Bogenschützen bereit. Wir werden uns auf die Suche begeben. Wir reiten sofort los. Diesmal stirbt der Junge. Gwyn! Wer seid ihr? Philipps Diener. Philipp ist tot. Was? Ermordet. Es ist wahr. Tot? Keine Sorge, Junge. Es ist nicht deine Schuld. Wir müssen meinen Vater finden. Wir müssen Prinz John aufhalten. Was nötig, dass du die ganze Armee nach Sherwood lockst? Es tut mir leid, Onk. Kommt, wir müssen hier weg. Wollen wir beten, dass unser Plan funktioniert? Wir müssen uns zusammentun und einen John auflehnen. Das ist die einzige Möglichkeit, damit England wieder frei wird. Tag. Tun wir es nicht.
Fuller! Wir haben den Sheriff! Wir haben den Sheriff! Komm schon, Jay! Wie ist das geschehen? Was ist? Sagt mir, mein Vater und Will Scarlett, sind sie noch am Leben? Nicht mehr sehr lange. Niemand hält es lange aus im Kerker des Tower. Der Tower von London. Wo ist er? Wo ist der Sheriff? Seine Männer sind hier, Sire. Er nicht. Wir werden uns treffen. Ich biete den Sheriff von Nottingham zum Tausch gegen die Gefangenen Robin von Locksley und Will Scarlett. Lang lebe König Richard und tot dem Thronbewerber. Wer sind diese Menschen? Sie nennen sich selbst Waldmenschen. Das ist Bryn. Die Steuereintreiber des Sheriffs haben seine Schweine verjagt. Mary Duff, sie haben ihre Milchkuh geschlachtet und als sie die Steuern nicht zahlen konnte, haben sie ihrem Vater die Augen ausgestochen. So sehen Prinz Johns Regeln aus. Jetzt fange ich an, deine Schwester zu verstehen. Wir sind nicht Bruder und Schwester. Hat Bryn so etwas gesagt? Nein, es war nur... Ich scheint das sehr nahe zu stehen. Wir sind verlobt. Gwen, ihr müsst etwas essen. Dieses Leid und ich habe nicht mehr etwas getan, um das zu ändern. Mehr als Philipp getan hätte, könnte ich wetten. Philipp wurde auserwählt von Richard, der ein guter, gerechter Herrscher war. Wäre Philipp noch am Leben, wäre Frieden in England, das weiß ich. Was starrt ihr so? Tragt ihr immer Männerkleidung? Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur mit meinem Vater mitreiten. Damit ich in Sicherheit bin, waren wir ständig getrennt. Er war immer im Krieg. Meiner auch. Als Kind habe ich ihn gehasst. Wahrscheinlich, weil ich mich nach ihm gesehnt habe. Wo ist er jetzt? Er liegt im Sterben. Conrad, das tut mir so leid. Philipp hatte großes Glück, einen Freund wie euch zu haben. Nicht wie ein Diener. Soll er tun, sich vor dir verbeugen? Es ist mein Ernst. Er könnte ein Spion von Prinz John sein. Roderick! Komm, ich habe einen Schlafplatz für dich bereitet. Bursche! Gib mir Wasser. Gib mir Wasser! Nicht, er hat mich überlistet. Er war an einen Baum gefesselt. Hast du ihn losgebunden? Er hat um Wasser gebeten, das ist alles. Mein Messer. Wir hatten eine Geisel, das war unsere einzige Chance. Roderick hat dem Sheriff entkommen lassen. Hört auf, Gwen, seht ihr nicht, dass er verletzt ist? Wenn mein Vater hängt, werde ich nie wieder mit dir sprechen. Wir sollten den Schnitt versorgen. Jetzt nicht. Der Sheriff wird mit seinen Männern wiederkommen. Wir müssen uns ins Kloster zurückziehen. Nein. Ich habe Gwen versprochen, ihren Vater zu befreien. Ich will nach London. Wer reitet mit mir?
Guten Morgen, Robin Hood. Ich nehme an, ihr habt gut geschlafen. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ah, Frühstück in der Folterkammer. Ich wollte euch doch etwas erzählen. Was war es nur? Ach ja, mein armer lieber Bruder, wie formuliere ich es nun? König Richard ist tot. Lang lebe König Philipp. Diese Promenadenmischung. Er ist nicht mal hier geboren. Nein, 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 nein. Morgen findet meine Krönung statt. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann, aber vielen Dank. Ich würde ruhiger schlafen, wenn ich wüsste, wo Philipp zu finden ist. Ich würde besser schlafen, wenn ich ein Kissen hätte. Ich sorge dafür. Bitte, seid mein Freund Robin von Locksley. Euch zu mögen ist nicht leicht, John. Versucht es. Fällt es euch jetzt schon leichter? Wo ist er? Ich lasse euch öffentlich hängen. Und auch eure kleine Tochter. Wo ist Philipp? Ihr habt Ei am Bart. Ich bin hergekommen, um mit euch Freundschaft zu schließen. Streck ihn, bis er redet. Sohn ist noch am Leben. Philipp lebt. Hast du gehört? Philipp lebt. Sag's weiter. Sag im Kloster Bescheid, kommt Philipp lebt. Das ist ein Wunder. Leg dich jetzt nicht auf. Philipp lebt. König Richards Sohn ist am Leben. Philipp lebt. Philipp lebt. Schickt dann den Boten vor. Die Wachen am Tower müssen verdoppelt werden. Dieses Mädchen und eine Handvoll Mönche, mein Lord. Man stellt doch keine Falle für einen Bären, um eine Maus zu fangen. Ihr habt diese Maus nicht gesehen. Sie ist ihrem Vater frappierend ähnlich. Seine Geschicklichkeit, seine Respektlosigkeit vor dem Gesetz. Ich hätte sie schon in der Wiege töten sollen. Sie wird lernen, was Angst bedeutet und Tod. Ich werde sie beides lehren. Aber zuerst muss Philipp sterben. Lang lebe König John! Hopp, nach London! Ha! Verzeih mir, Frederick. Schon gut. Bitte, ich halte es nicht aus, wenn wir uns nicht vertragen. Es tut mir leid. Ich hatte Unrecht. Du warst verletzt. Conrad hatte recht. Conrad? Ja. Ach, mach mir nichts vor. Ich weiß, dass du ihn magst. Hör auf damit. Wieso denn? Du magst ihn. Leugne es nicht. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Das hast du gesagt. Das spielt keine Rolle. Ich habe ihm gesagt, er soll mich nicht als Frau betrachten und er hat sich sehr wohl daran gehalten. Also belass es dabei. Ich habe gesehen, wie er dich anschaut und glaub mir, er betrachtet dich als Frau. Was? Aber vielleicht glaubt er, dass du auch noch in einen anderen verliebt bist. Ich habe ihm nicht direkt gesagt, dass wir verlobt sind. Oh, Frederick. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich ständig bei dir. Aber vielleicht ist das Problem. Hättest du mich lieber, wenn ich dich ergreifen und niederwerfen und von Kopf bis Fuß küssen würde? Geh nur. Sag ihm, dass wir befreundet sind. Wir sind doch gute Freunde, nicht wahr? Habt ihr Angst? Ihr nicht? Prinz Johns Armee ist gut ausgebildet und stark bewaffnet. Mein Vater sagt, dass es keinen Mut ohne Angst gibt. Den Mut haben jene Leute dort. Jeden Morgen aufzuwachen und zu sehen, wie es mit ihrem Landwerk abgeht. Zu sehen, wie ihre Kinder Hunger leiden, ihr Vieh gestohlen wird. Doch sie geben nicht auf. Sie sind die Helden. Das habt ihr mir gezeigt. Ich weiß, was Frederick euch erzählt hat. Ich bin nicht mit ihm verlobt. Und auch sonst mit niemandem.
gesagt, eine Frau würde mich infizieren wie eine solche. Ich mag die Art, wie Diener sprechen. Keine falschen Komplimente, keine höfischen Manieren. Gwyn, nach dem morgigen Tag wird alles anders sein. Wir könnten beide tot sein. Nein, das habe ich nicht gemeint. Es ist nicht wichtig. Doch, das ist es. Gwyn! Wenn das wahr ist, kann John doch noch besiegt werden. Was denn, was ist? In dem Dorf. Jeder spricht darüber. Prinz Johns Männer sind immer noch auf der Suche nach Philipp. Er lebt noch. Ein Gerücht, Frederick. Wunschdenken. Conrad hat Philipp sterben gesehen. Conrad lügt. Er ist ein Verräter, ein Spion von Prinz John. Das ist nicht wahr. Wenn Conrad sagt, dass Philipp tot ist, dann ist er tot und alles andere ist eine Lüge. Philipp lebt. Philipp dachte, wenn die Leute in dem Glauben sind, er sei tot, wäre er sicher und könne nach Frankreich zurückkehren. Ungekrönt. König Richardson wäre kein solcher Feigling. Oh, glaub mir, das wäre er. Aber er hat sich geändert. Er sieht die Dinge von einer anderen Warte. Mit Augen, die schärfer sehen als seine eigene. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, Gwyn. Das ist das Siegel von Richard! Wir kämpfen. Im Namen König Richards, wir kämpfen! Ja! Und welcher von Ihnen ist es? Dort, er führt Sie an. Wie mir aus den Augen haben Sie den Gewicht. Und du hast nicht mal Danke gesagt. Danke. Angriff! Los! Sie werden bald mit Verstärkung hier sein. Wir müssen ihn in Sicherheit bringen. Wir greifen an mit allem, was wir haben. Ruhig bleiben, Gwyn. Wir werden sie niederschmettern. Wir werden sie niederschmettern und Prinz John aufs Meer hinausjagen. Frederick wird wieder gesund. John wird niemals gekrönt werden und deinen Vater holen wir aus dem Gefängnis. Ich gab dir ein Versprechen. Also vertrau mir. Mögen sich alle erheben für seine königliche Hoheit, Prinz John. Halt mal. Thank you.
Alles klar! Ja! Die Folterkammer, wo ist sie? Danke. Aber bitte sehr. Komm mit. Schwört ihr Unrecht gegen Menschen jedes Standes in eurem Königreich zu unterbinden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gnade walten zu lassen, so wie sie Gott euch gegenüber walten lässt? Ich schwöre es. Fertig? Fertig. Leclerc von England, Auserwählter seines Volkes, erhält die Insignien seines königlichen Amtes. Die Schlüssel! Robin! Tuck, bist du's? Cool! Wo ist Robin? Hier drin! Was haben Sie mir angetan? Was machst du hier? Wenn ich nicht gekommen wäre, wer dann? Ich kann mich selbst aus dem Gefängnis befreien, das habe ich schon öfter geschafft. Das ist Philipp. Du bist spät dran, Junge, und du brauchtest nicht herzukommen. Der Mann, der Robin Hood hängen lässt, hat kein Recht, den Thron zu beanspruchen. Es wäre dumm von mir, da zu widersprechen. Lass uns gehen, wir müssen die Krönung verhindern. Möge dieses Öl, das ich über den Kopf des Dieners Gottes gieße, ein wahrhaftiges Zeichen der inneren Salbung seines Herzens sein. Geh du mit Philipp, ich bleibe hier und suche nach Will. Ich bleibe bei dir. Ich vertraue dir das sichere Geleit meines Königs an. Ich habe Richard mein Wort gegeben, also gib du mir jetzt deins. Das habt ihr, Sir. Los, halt! Reitet wieder hin! Lasst nicht zu, dass John Englands Krone trägt! Der Gesalbte sei mit Ruhm gekrönt, mit Gerechtigkeit und Macht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr den Kreuzzug überleben würdet. Das war der Gedanke an euch, der mich am Leben hielt. Oh nein, euer Schwert liegt ein wenig außer eurer Reichweite. Die Streckbank von Prinz John hat mir zu einem längeren Arm verholfen. Wohl nicht lang genug! Ist nicht die Zeit gekommen, dass ihr euch aufs Land zurückzieht? Ich auf eurem Grab ein kleines Gärtchen anlegen kann. Wohin des Weges? Mein Lord, 50 Schritte! Da ist ein Volltreffer für euch, doch ein Kinderspiel! Eine hübsche Idee! Und ein passendes Ende für Robin Hood! Seid ihr sicher, my lord? Das war ein guter Schuss. Ich kröne ihn mit strahlendem Glanz und verleihe ihm die Krone. Halt! Im Namen von König Richard, krönt diesen Mann nicht! Wer ist dieser Schwachkopf? Schafft ihn raus und hängt ihn! Ich bin Philipp, Sohn von König Richard und von ihm auserwählt als sein Nachfolger. Als Beweis, hier ist der Ring, den mein Vater mir gegeben hat. Euer Vater, der abwesende Richard und sein unrechtmäßiger Sohn. Ich werde die Krone tragen. Ich bin der rechtmäßige blutsverwandte Erbe. Ich bin der rechtmäßige König. Nach dem Gesetz! Es gibt höhere Gesetze für Menschen wie euch. Ihr könnt niemals König werden. Ich habe gesehen, was eure Armeen und eure Steuereintreiber den Dorfbewohnern angetan haben.
Ihr furchtbares Leid ist das Resultat eurer Gier und eurer Angst. Wie könnt ihr es wagen? Ihr zieht das Schwert gegen euren König? In den Kerker mit ihm! Nehmt ihn fest wegen Verrates! Tretet vor und verteidigt euren König, ich befehle es! Warum rührt ihr euch nicht? Ihr widersetzt euch seinetwegen? Ihr widersetzt euch Gott seinetwegen? Nehmt diesen Mann fest! Ich befehle es euch! Ihr erbärmlichen, verachtenswerten Feiglinge! Ihr seid alle des Hochverrates schuldig! Ich lasse jeden einzelnen von euch hängen! Dich! Und dich! Und dich! Euch alle! Ich werde euch alle hängen! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Die Menschen werden nicht mehr tun, was ihr sagt. Sie werden nicht mehr für euch kämpfen. Eure Tage der Tyrannei sind zu Ende. Gebt mir meines Vaters Krone, Sir. Das ist lächerlich. Die Geschichte wird euch ignorieren. Ich stehe zu euren Diensten, Majestät. Roderick ist dir erzählt? Ich habe ihn zum Mitglied des Kronrates gemacht. Er lernt jetzt Spanisch, um die Beziehungen zum Ausland zu verbessern. Er ist überaus glücklich. Wilfred von Lancaster. Ich kenne dich kaum. Du wirst König. Ich bin eine Bürgerliche. Ich könnte auf meinen Thron verzichten. Und ich würde dich verachten, wenn du das tust. Ich selbst würde mich verachten. Eure Hoheit. Komm. Bevor sie Latein über mich schweinen und Öl über den Kopf gießen. Lass uns nochmal Gwyn und Conrad sein, noch einmal. Und wenn es nur für eine Stunde ist oder eine Minute. Eine Minute. Das ist nicht fair. Der König sollte alles haben, was er sich wünscht. Das habe ich immer gesagt, wenn mein Vater in den Krieg zog. Das ist nicht fair. Warum liebt er Richard mehr als seine eigene Tochter? Ich habe es nicht verstanden. Es war nicht seine Liebe zu Richard, es war etwas viel Bedeutsameres, etwas, was in seinem Inneren trug, wie ein Priester seinen Glauben in sich trägt. Das Begehren des einen sollte nicht der Grund sein für des anderen Schmerz. Und deshalb werde ich eurer Majestät dienen, so wie mein Vater eurem Vater. Von diesem Tag an bis in alle Ewigkeit. Ja, euer Majestät. Sag es. Bitte. Von diesem Tag an bis in alle Ewigkeit. Guten Tag, Mistress von Locksley. Guten Tag, Hoheit. Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst. Roderick sagte, dass ich dich hier finden würde. Ein ruhiger Ort, um nachzudenken. Ich hatte nie viel Ruhe in meinem Leben. Deine Mutter hatte sich in einen Räuber und Dieb verliebt. Ein Prinz ist genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer. Sieh mich an, Gwyn. Sieh mich an. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Ich bin fort gewesen und habe dich allein aufwachsen lassen, weil ich dich vor dem Leben schützen wollte, das ich geführt habe. An deinem Leben ist nichts auszusetzen. Nein, sicher nicht. Was mich angeht. Für dich habe ich mir was Besseres gewünscht. Und am Ende spielte es doch keine Rolle, oder? Du bist erwachsen geworden, um genauso zu werden wie ich. Ich sage also nicht, lass uns noch einmal anfangen. Ich sage nur, lass uns anfangen. Als Partner. Du weißt schon, Vater und Tochter. Unter einer Bedingung, du befolgst meine Befehle. Ich verspreche es. Wir werden dem König gemeinsam dienen. Ich weiß. Die Geschichte mag die Herrschaft von Philipp, dem Sohn König Richards, vergessen haben. Aber so viel ist bekannt. Philipp hat nie geheiratet. Stattdessen widmete er sein Herz einer Frau, die nicht adelig war. Der Tochter eines Diebes und einer Dame. Eine bürgerliche Frau mit ungewöhnlichem Mut. Ihr Name war Gwyn.
Ah!